Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Tutorial. Und zwar wurde gefragt, wie man in Magix da mit Ding arbeitet, mit Greenscreen. Ich habe einfach so ein grünes Blättchen geholt, weil ich mir dachte, gut, das wird ausreichen. Ihr habt halt eure Aufnahme bereits fertig, ne, mit eurem Greenscreen. Dann drückt ihr da oben auf Effekte in Magix. Also da Effekte, dann auf Videoeffekte und dann auf Chroma Key. Und dann wählt ihr dementsprechend die Farbe aus, die ihr eben, ne, Greenscreen und natürlich grün. Und dann kann man hier den Schwellwert noch einstellen und den Überblendbereich. Aber bei mir ist es jetzt natürlich nicht optimal. Man sieht es jetzt hier, es schimmert so ein bisschen durch, weil ich es halt einfach schnell hingeschissen. Aber ihr könnt an diesen zwei Reglern rumspielen und wenn ihr eine gute Beleuchtung habt in euren Aufnahmen, dann passt das alles. Dann könnt ihr das eigentlich perfekt einstellen. Und ja. So einfach ist es, mit einem Greenscreen zu arbeiten in Magix, mit diesem Greenscreen-Effekt oder wie man das so sagen möchte. Ja, alle hopp, gell? Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.